Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und zwar heute geht's um das Thema Demut. Ein großes Wort. Und entweder kommt dir schon direkt was in den Sinn, was das Ganze bedeuten kann als Wert oder Emotion, oder du kannst irgendwie gar nichts damit anfangen. Aber in der heutigen Folge werde ich dir mitgeben, warum Demut ein ganz wertvoller Wert für emotionale Leader ist. Und was du tun kannst, um Zugang für dich zu Demut zu finden. Denn eins sei hier vorweggenommen. Demut hat nichts damit zu tun, sich kleiner zu machen, sich unterwürfig zu machen. Das ist etwas, was wir gesellschaftlich oft mit diesem Wort in Verbindung bringen. Nein, Demut bedeutet, sich in den Dienst von etwas und jemandem zu stellen. Kommt von dem Ursprungswort Dio Muti her oder Muti, da bin ich jetzt nicht der Fachmann in der Aussprache. Und in diesen beiden Worten steckt Dienen drin und das Wort Mut. Und warum ist es als Leader, also unabhängig davon, ob du jetzt einen Titel auskleidest oder eine Rolle hast, wo du Leader bist, du führst dein Leben. Und da spielt Demut eine große Rolle für dich. Und warum das jetzt wichtig ist, aber auch gerade im unternehmerischen Kontext und wenn wir auf die Bühnen dieser Welt auch schauen, habe ich letztens in einem Leadership Report gelesen, dass 3 bis 4 Mal häufiger in Machtpositionen narzisstische und psychopathische Persönlichkeiten vertreten sind als im Bevölkerungsdurchschnitt. Und wo kommt das her? Das kommt her aus einer Zeit, wo wir als ökonomisches Bild den Homo economicus hatten, also der Mensch ist Ratioführung, muss vom Hirn herkommen. Und deswegen tummeln sich da die Psychopathen derzeit noch recht hoch. 3 bis 4 Mal mehr als im Bevölkerungsdurchschnitt. Und Demut ist eine mega, ja, wie sage ich, Geheimwaffe gegen Narzissten. Denn Narzissten halten es bei einer Person nicht aus, die in Demut ist. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, was das bedeutet. Und Demut schützt dich auch noch von einer anderen Sache, nämlich vor Einsamkeit, vor Sinnlosigkeit. Wenn du für dich zum Beispiel merkst, dass du dich im Leben gerade verloren hast oder merkst, genau das Gegenteil ist der Fall, alles in deinem Leben dreht sich nur noch um dich. Weil wir ja gerade, wenn wir gesellschaftlich auch rausschauen, in einem sehr starken Zeitalter der Individualisierung sind. Da dreht sich alles um uns selbst und unsere Selbstverwirklichung und das Ich steht sehr im Mittelpunkt und das ist auch okay und wichtig. Der Punkt ist nur, wie mit allem, die Balance. Und dabei hilft eben Demut. Und Demut bedeutet die Gesinnung des Dienenden. Wie kann ich mich in den Zweck, in den Dienst von anderen stellen oder auch einer höheren Sache? Und die ist direkt auch mit dem Sinn deines Lebens verbunden. Und wenn du dein Warum noch nicht gefunden hast und wenn du vielleicht nach der Suche bist, nach dem Sinn der Existenz, dir also diese großen Fragen stellst, dann hilft es manchmal nicht nur einfach in deinem Inneren zu schauen und die ganze Zeit dich nur auf dich zu fokussieren, was deine Leidenschaften sind, sondern einfach mal rauszugehen und zu sagen, hey, was kann ich heute auch für andere tun? Und deswegen steckt das Wort Mut auch da drin. Das bedeutet nämlich, dass du dein eigenes Ego in dem Augenblick überwinden musst und dich selbst hinten anstellst, weil etwas anderes wichtiger sein kann in diesem Augenblick. Demut hat in dem Moment auch etwas mit Hingabe zu tun. Nicht damit, sich komplett loszulösen und nicht mehr selber zu existieren. Also da wird der Podcast zum Thema Verschmelzung und Abgrenzung dir weiterhelfen, wenn du da noch reinhören möchtest, sondern einen Weg zu finden, wie du sein kannst mit dem, was du bist, aber trotzdem den Fokus auf was anderes zu legen und dein Tun in den Dienst einer höheren Sache zu stellen. Und dadurch kommt automatisch Sinn in dein Leben. Damit kommt Dankbarkeit für. Und es öffnet vor allen Dingen deinen Geist und deine Gedanken für die ganzen Möglichkeiten, die dort draußen herumschwirren. Und deswegen ist an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, Demut hat nichts mit ich mache mich klein zu tun, sondern in der Demut steckt eigentlich die wahre Größe. Denn ich begegne dem anderen oder der Sache mit Respekt. Und damit ich das tun kann, komme ich nicht von einem Standpunkt mit, ich bin kleiner, sondern ich komme von dem Standpunkt, wir befinden uns auf Augenhöhe.
Und das bedeutet zuallererst, zollst du dir damit Respekt selbst und dann kannst du den Respekt auch jemand anderem gegenüber zollen. Und der Hauptknackpunkt ist, nimm dich selbst in dieser Sache einfach nicht zu wichtig. Und deswegen ist es für mich eins der Haupt-Leadership-Skills, gerade im Bereich Emotional Leadership, sich zu fragen als Leader. Und wenn du Bücher liest wie Simon Sinek, Start with Why oder Leaders Eat Last, dann geht es genau darum, dass Leader und Führungskräfte sich in den Dienst von ihren Mitarbeitern stellen. Und das Gleiche tun wir übrigens, und im Wir, da meine ich die Trainerkollegen, mit denen ich arbeite, meinen Freunden Tobias Beck und Christian Gärtner. Sobald wir Trainer sind, wissen wir, wir stellen uns auch in den Dienst der Teilnehmer. Die kommen mit Vertrauen, mit Erwartungen, mit Hoffnungen und Wünschen. Und früher, als ich noch keinen guten Zugang zu diesem Thema hatte, ging es natürlich um mich. Da habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt hier besonders performen, eine gute Leistung bringen. Mir ist wichtig, was ich für Feedback kriege. Was sagen die Leute danach? Wie fanden die mich? Und du hörst es schon raus, um wen kreist es da die ganze Zeit? Na, um mich. Und das hat sich verändert. Heute und seit einigen Jahren geht es nicht mehr um uns, sondern wir stellen uns in den Dienst von den Teilnehmern und deren Wünschen. Und dazu gehört dann auch im Übrigen, dass sie uns vielleicht phasenweise während eines Seminars nicht besonders mögen, weil wir Ehrlichkeit und Respekt als einen unserer Ehrenkodex-Punkte hinzufügen und sagen, weißt du, mich hat es auch nur weitergebracht, weil mein Mentor ehrlich zu mir war in dem Augenblick. Also mache ich das auch und das ist nicht gegen dich, sondern immer nur für dich. Und alleine dadurch darf ich mich in den Dienst stellen und auch zu wissen, da kommen Menschen, die vertrauen uns, die vertrauen mir. Also ist es meine Aufgabe, mich nicht zu wichtig zu nehmen, nicht zu denken, ich bin allwissend, sondern zu sagen, es ist keine Einbahnstraße von oben herab, sondern die Einstellung zu haben, wir sind zusammen in dem Ding. Wir machen das hier zusammen. 50% von mir, weil ich den Rahmen gebe und 50% von dir, weil du der Einladung zum Spielen folgst. Und da gehe ich in Demut, weil ich weiß, was es jeden gekostet hat, da hinzukommen, die ganzen Entscheidungen, die eigenen Gedanken und dann trotzdem so ein Seminar durchzuziehen und da zu sein. Und damit darf ich zurückgeben, was mein Mentor für mich gemacht hat, weil er sich in den Dienst einer höheren Sache gestellt hat. Ich weiß nicht, ob du den Podcast schon länger verfolgst und mich über meinen Mentor Larry Gilman hast sprechen hören, aber der ist jetzt ungefähr 70 und der macht die Trainings seit 35 Jahren. Und immer wenn ich ihn sehe, dann denke ich, Gott sei Dank hast du weitergemacht. Gott sei Dank hast du nicht aufgehört, zum Beispiel nach 20 Jahren, weil sonst hätte ich nie die Gelegenheit gehabt, das von ihm zu lernen. Und das sehe ich jetzt heute auch als Teil meiner Aufgabe, weil er damals die Demut hatte, weiterzumachen, diese Aufgabe, weil er eine Fähigkeit bekommen hat, Menschen zu sehen, wie sie sind, das weiterzugeben, konnte ich profitieren, mich selbst dadurch besser entdecken. Und jetzt darf ich mich heute in den Dienst dieser Aufgabe stellen und das wieder anderen zurückgeben. Und als Abschluss für die heutige Podcast-Folge kannst du dich einfach fragen, wenn du merkst, die Welt dreht sich zu sehr um dich, überprüf einfach mal deine Lebensbereiche. Gibt es Dinge, wo du zurückgibst? Dann meine ich nicht Geld, sondern gibt es das, in dich in den Dienst einer Sache zu stellen oder einer Person? Gibt es das in deinem Leben? Und wenn nicht, such einfach danach. Und dann lauf nicht in die Falle deiner Gedanken, die dann sagen, ja, aber was ist denn da die perfekte Sache? Was ist denn jetzt das Richtige für mich, um mich in den Dienst zu stellen? Geh einfach einen Schritt raus aus deinem Kopf, fang einfach an, mach die ersten Schritte in diesen Bereichen und guck, was du dadurch wieder Neues entdecken wirst. Und vor allen Dingen, wie du dich fühlst und diesen Zugang zu Demut bekommst. Das war's für die heutige Podcast-Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder reinzuhören. Und ich hoffe, es gab etwas, was dich inspiriert hat, was dich zum Nachdenken angeregt hat. Vielleicht etwas, mit dem du in Widerstand gegangen bist oder wo du komplett resoniert hast. Und wie dem auch sei, ich freue mich über deine Bewertung, über das Teilen der heutigen Folge. Und wenn du ein Thema hast, eine Realisation oder eine Inspiration, dann teile das doch auch mit mir und schreib mir auf Instagram, damit ich weiß, was hat die heutige Folge eigentlich in dir bewirkt, gemacht und verändert. Bis zum nächsten Mal.